So, da sind wir wieder. Hallöchen. Hallöchen. Ja, schönen guten Abend euch zusammen. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit guter Laune dabei. Wir haben wieder eine Menge für euch vorbereitet. Sogar eine Liste gemacht heute, damit wir nichts vergessen von den wichtigen Dingen. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen gespielt in den letzten Tagen. Und das bringt uns eigentlich auch fast so ein bisschen so zum ersten Punkt, ne? Wir haben es ja alle mitgekriegt, es gab so ein paar kleine Hiccups mit diversen Dingen. So im Forum ist dann doch schon ein bisschen was rübergekommen, so Thema Klassenbalance und Exploit und dergleichen mehr. Aber dafür ist es ja auch noch in der Open-Beta. Ist eine Beta, genau. Das ist gerade eine sehr wichtige Zeit für uns, dass wir eben Sachen rausfinden, die wir so auf unsere eigene Faust gar nicht so entdecken würden. So weil sieht's aus. Ihr Spieler seid ja immer am cleversten, deswegen findet ihr Sachen, an die wir gar nicht denken. So sieht's aus, genau. Ja. Und es ist halt auch so, wir sind auch dabei, wirklich diese Sachen zu beheben und auch die Fragen, die halt jeden Tag kommen, die an die PM-Boxen geschrieben werden auf Facebook oder auch getwittert werden und im Forum ankommen. Schaut ihr euch das überhaupt an und ist mein Feedback überhaupt an der richtigen Stelle? Ja, ist es. Also wir gehen da wirklich mehrfach die Woche durch, wir schicken das ein. Es ist halt so, dass nicht alles direkt behoben werden kann, aber wir versuchen natürlich möglichst zeitnah und dann auch die kritischen Sachen zuerst, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Guardian Fighter, was wir jetzt hatten. Ja. Das wird dann also auch gefixt. Also es ist nicht so, dass wir euch nicht hören oder euch nicht sehen oder euch ignorieren wollen. Im Gegenteil, wir sind super dankbar für das, was er tut für uns und dass ihr mit uns helft, das Spiel halt geil zu machen und besser zu machen. Ja. Also, und ich meine, ihr seht ja auch, wie viele Maintenances wir haben, richtig, wie oft das Spiel erneuert und aufgebessert wird durch euer Feedback. Genau. Und da kann es dann eben sein, dass ein paar Patches sehr klein ausfallen, ja, weil das dann eben schon fertig ist. Aber das heißt nicht, dass dann danach gar nichts mehr kommt. Genau. Das heißt, wenn ihr dann halt mal irgendwie einen Dreizeiler-Patch oder sowas habt, dann, wie soll ich sagen, dann braucht die Welt nicht untergehen. So sieht's aus. Es ist auch häufig so, dass viele Sachen, die wir jetzt vielleicht am System machen, die stehen gar nicht in Patchnotes drin, weil das sind halt Sachen, die am Server selber gemacht werden. Wir haben, für die, die es vielleicht immer wieder gefragt haben, wo stehen denn eure Server, die stehen hier nicht in Amsterdam, sondern die stehen in Boston in den USA. Und wir hatten auch in den letzten Wochen viele Sachen verbessert, gerade im Bereich Hardware dort, im Bereich Bandbreite und. Und da ist halt irgendwo auch so, sind wir ganz ehrlich, wir hatten nicht damit gerechnet, dass Neverwinter so gut ankommt bei euch, dass es so gut abgeht. Und deswegen mussten wir auch die Bandbreite vergrößern. Aber total. Also das ist halt eine Sache, da sind wir dran und da sind wir halt immer am Verbessern und wir wollen auch auf keinen Fall, dass das hier so unter den Tisch fällt. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, gleich als erstes, bevor wir mit der Show anfangen, bevor wir zum witzigen Teil des Abends kommen, lassen wir euch wissen, hey Leute, wir sind dran und wir haben euch nicht vergessen und wir versuchen wirklich das Menschenmöglichste, um ja, die Fehler, die noch im Spiel halt sind, so schnell wie möglich rauszubügeln. Ne? Okay, genau. Genau. Und wenn wir bei Fehlern sind, ist eigentlich kein Fehler, ist nur, fehlt noch. Fehlt noch. Genau. Aber das haben wir schon ein paar Mal erklärt. Wenn wir in den offiziellen Launch von Neverwinter eintauchen, dann werden auch so Sachen noch korrigiert wie in der deutschen Synchro, genau, dass da die Stimmen noch fehlen. Voice-over, Stichwort. Richtig. Oder dass da Stimmen rückwärts laufen oder sowas in der Art. So sieht's aus. Kleine Tippfehler oder irgendwas in der Richtung. Auch bitte immer melden. Wenn ihr sowas seht, könnt ihr beim Normen, da gibt es einen speziellen Thread dafür, genau, habe ich gehört. Und da ist auch sogar so, um das jetzt mal vielleicht, was Nadine gerade sagte, nochmal ein Stück weiter zu spinnen. Also wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen auch einen Großteil von dem Übersetzungsteam Accounts dort eingerichtet im Forum. Das heißt, die sind dort direkt im Forum, gerade im speziellen Bereich Übersetzungen und Fehler dort, aktiv und die lesen das direkt, was ihr dort schreibt und die interagieren dort auch mit euch. Das heißt, die werden auch wahrscheinlich mal antworten, die werden euch wahrscheinlich, um mal mehr Details fragen zu einer bestimmten Kleinigkeit oder zu einem bestimmten Detail von einem Fehler. Also das ist so, wir sind definitiv dran, diese Übersetzung so rund wie irgendwie möglich zu machen. Und um ganz ehrlich zu sein, das ist natürlich bei über 750.000 Wörtern nicht unbedingt eine kleine Aufgabe. Aber die Qualität liegt uns am Herzen, ganz ehrlich. Das, genau, ist jetzt nicht nur eine Phrase, sondern die Leute sind dran und die tun ihr Menschenmöglichstes. Ja. Also unterstützt sie weiter, top Sache. Und dann klappt das auch mit einem runden Neverwinter Client komplett in Deutsch. Ja.
Und was ihr auch bedenken müsst, auch wenn ihr Fehler, Bugs, sonst irgendwas meldet bei uns, wenn das eingeht, das heißt nicht, auch wenn sich jemand direkt darum kümmert und das direkt in den Dateien gefixt hat, genau, dass das sofort im Spiel erscheint. Richtig. Weil Cryptic muss das dann selber noch implementieren, genau, und eben updaten. Richtig. Das heißt, es kann ein bisschen dauern, bis es da ist. Genau, also der Prozess ist eigentlich so, wir nehmen das auf, wir bauen das ein und dann geht das halt in das QA, also das heißt, wird geprüft, wird gecheckt und dann geht das in einen der nächsten Patches, geht das dann mit rein, die Änderung. Also in der Regel sind die Zyklen sehr kurz, das kann schon drei Tage später passieren, das kann aber auch mal eine Woche dauern, bis dann ein großer Patch dann reinkommt. Und wir haben auch mit dem Philipp gesprochen, was wir machen wollen ist, wir werden euch in Zukunft auch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was wir genau an der Übersetzung halt machen. Also das heißt, ich kriege dann immer eine Liste zusätzlich zu den originalen Patchnotes, was am Spiel gemacht wird. Und dann seht ihr auch direkt, okay, das war doch mein Fehler, den habe ich gefunden. Und auf die Weise seht ihr halt auch, was genau im Spiel noch gefixt wird. Warum, da habe ich doch direkt eine Idee. Nicht, dass ich nicht gerne hier wäre, aber warum lädst du den Philipp nicht mal in den Stream ein? Das wäre wahrscheinlich eine gar nicht mal schlechte Idee. Ich meine, könnt ihr mir ja mal gerne schreiben in den Stream-Feedback-Thread, was er davon findet, ob wir vielleicht mal den Philipp hier reinholen sollen. Dann könnt ihr den mal so richtig von vorne bis nach hinten auseinandernehmen. Und der ist der Chef vom Lokalisierungsteam und der beantwortet natürlich auch gerne eure Fragen, glaube ich zumindest. Ich glaube, das wäre ganz nett, so ein bisschen das Team, das deutsche Team, ganz genau, kennenzulernen. Okay. Gute Idee. Anyways. Oh, da kommt es dann wieder. Siehst du, die wollen nicht gar nicht. Wir setzen den einfach hier bei uns in die Mitte rein. Und dann ist das immer zu dritt. Okay, little happy family. Können wir kuscheln. Genau. Okay, anyways. Willst du vielleicht nochmal den Leuten, damit sie wissen, wo sie ihr ganzes Feedback hinschicken können, zeigen, genau, was wir dann für Möglichkeiten haben? Genau, also, das ist auch so ein Ding. Jetzt kommt ja voll das Mörder, die Mörderseite. Hat übrigens Nadine gemacht, ne? Dieses, stimmt nicht. Okay, streicht das wieder. Nadine hat es nicht. Also, streich ich nicht ein. Kann gar nicht wahr sein. Freches Ding. Okay, nee, aber was ihr jetzt seht, ist halt die Möglichkeit, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Also wir haben echt so gut wie alles, was so Social Media mäßig am Start ist, von Facebook über Twitter, über YouTube. Ihr könnt bei uns ins Forum gehen, ihr könnt bei uns auf dem Blog kommentieren, ihr könnt bei uns auf der Webseite schauen und auf YouTube die Livestreams natürlich mit uns angucken, aber auch die ganzen Videos von dahinter. Also es gibt super viele Möglichkeiten und nutzt es und holt euch alles und folgt uns überall. Da gibt es hier so einen tollen Radiosender. Fresh FM heißt der. Der heißt, die sagen immer, folgt uns überall. Fand ich jetzt cool, habe ich ihn einfach mal geklaut. Okay. Sehr gut. Güdi, lass uns mal weiter gucken. Ach, wir haben noch was. Mm. Das Witzige, genau. Mhm. Wir hatten so ein cooles Event, vor 2 Wochen schon. Und zwar hieß das, ratet Nadines Kostüm. Und für die, die es nicht wissen, wir gehen ja auf die Roleplay Convention. Ja. Und zwar? Auf die... Ach so. Ich wusste ja, dass wir eben so flieren, das klappt. ich habe jetzt gerade irgendwie... Okay, egal, ich habe gleichzeitig den Chat gelesen, macht nichts. Am 1. und 2. Juni, genau, in Köln. Genau, da sind wir beide. Aber den Namen hat er schon genannt, deswegen war das jetzt gerade ein bisschen überflüssig. Genau. Also auf der Roleplay Convention werden wir sein. Wir zwei. So sieht's hübschen aus. Wir zwei, also sie hübsche und ich bin dabei. Genau, ich mache dann die Fotos. Aber wenn ihr Bock habt, gibt es auch uns im Forum auch ein Thread zu. Roleplay Convention. Und wenn ihr da Bock habt, ihr könnt uns da besuchen. Und ihr kommt nicht umsonst, sondern wir haben auch echt coole Sachen. Wir haben richtig geiles Zeugs. So die T-Shirts, die Beanies. Und wir haben auch so einen ziemlich coolen Code vorbereitet. So eine kleine Karte ist das, ne? Da kriegt ihr in-game was ziemlich cooles. Aber das verraten wir euch noch nicht. Also kommt vorbei, lohnt sich. Wir sind dort bei BAFT, bei der Show dabei und Neverwinter ist auch für den Fantasy Award nominiert worden, deswegen, also da wollen wir natürlich dabei sein. Und wir sind wahrscheinlich auch bei, wie hießen die guten Jungs und Mädels? Pegasus. Bei Pegasus, genau. Und die Leute, die vielleicht ein bisschen Pen and Paper spielen oder so Board Games, die kennen Pegasus. Das ist echt ein super großes Ding und bei denen sind wir wahrscheinlich auch am Stand. Und ein bisschen am Neverwinter promoten und dann laufen wir beide natürlich auch rum. Mhm. Und ihr könnt auch ein Foto machen mit Nadine in ihrem supergeilen Kostüm. Oder mit Norman. Wer natürlich dann auf Geschmacksverirrung steht, kann auch mit mir ein Foto machen, aber ich denke mal, du wirst wahrscheinlich das Highlight da werden. Okay. Aber das bringt mich zu dem Punkt, ja. Ja, sollen wir auflösen? Löse mal. Also wir müssen vielleicht erst kurz noch erklären, was wir eigentlich gemacht haben.
Wir haben ja gefragt, eine Frage gestellt im Forum, und zwar solltet ihr raten, was die Nadine anziehen wird. Also Cosplay. Die wird nämlich Cosplay machen. Aber was wird sie anziehen? Und es war super schwierig zu raten. Es gab wirklich, keine Ahnung, seitenweise Vorschläge. Einige. Und überraschenderweise hat es ein bisschen gedauert, bis ihr das Richtige rausgefunden habt. Genau, genau. Mein Favorit war ja Teebeutel. Fand ich besonders gut. Mein Favorit war, du gehst als ich. Viel Spaß. Das war auch gut. Ja, das mache ich dann nächstes Mal. Genau. Genau. Okay. War aber alles falsch. So. Und Kartoffelsack war übrigens auch falsch. Ja, Kartoffelsack war auch falsch. So, soll ich auflösen jetzt? Darf ich? Okay. Go. Also, ihr dürft euch freuen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass ihr euch freut. Ich werde als Trickserschurken gehen. Und zwar ziemlich cool. Also, wir dürfen leider noch nicht zeigen. Also, ich habe schon die Fotos gesehen. Haben mehr geil. Aber dürfen nicht zeigen. Aber wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr auf jeden Fall nach Köln kommen. Für die, die nicht kommen können, wir machen Fotos davon. Ja. Also das Kostüm ist noch Work in Progress, aber es sieht schon sehr, sehr nice aus. Oh yeah. Also es wirkt, das haben wir extra anfertigen lassen von einer super genialen Schneiderin in UK, in England. Ja. Und krasses Teil. Und es gab ich natürlich... Ich hoffe nur, dass es mir dann passt. Da musst du wahrscheinlich dann nochmal einmal weniger zu Burger King und einen Salat mehr. Und dann passt das wieder. Ja. Okay. Nee, aber wir haben natürlich einen Gewinner. Und der Erste, wir hatten das gesagt, ne? Der Erste, der es richtig rät im Thread. Wir werden es nicht announcen, damit die anderen nicht kopieren. Aber der Erste, der es richtig erraten hat, war... Drums. Severanx. Ich weiß nicht, ob du heute hier bei uns im Stream bist. Genau. Aber herzlichen Glückwunsch an dich. Wir werden das natürlich, oder Norman wird das natürlich nochmal... posten. Ich werde das nachher nochmal ins Forum posten und der gute Severance, der hat 2000 Zen gewonnen, die kann er dann in-game nach eigenem Belieben ausgeben, was er halt damit machen möchte, ganz seine schön Sache. Schön ordentlich Asche. Das ist ein ordentlicher Batzen zum Bespaßen, genau. So sieht's aus. Okay. Cool. Aber das ist ja noch nicht alles. Genau. Auf der Roleplay Convention werden wir, oder für die Roleplay Convention werden wir noch ein spezielles Event haben. Das haben wir schon gestartet, genau. Findet auch bei uns im Forum. Ich zeige euch das mal, während die Nadine das erklärt. Ich muss das erklären? Ja. Nein, du kannst das ja nicht erklären. Ich kann willst das nicht erklären. Also, ich kann euch sagen, es ist ein Foundry-Event, das ganz speziell nur für diesen Zweck gestartet wurde. Genau. Und die Idee ist eigentlich, ich lade das jetzt mal ganz kurz auf. So, Moment. Dann switchen wir mal ganz kurz auf die Webseite rüber. Kriegen wir die Webseite? Da kommt die Webseite. Guckt. Also, wenn ihr bei uns hier im Forum seid und dann unter Events und Gewinnspiele schaut, ne, dann findet ihr diesen tollen Beitrag hier. Und dort drinne ist erklärt, was ihr machen müsst, um daran teilzunehmen. Und es ist halt eine Foundry-Mission, die ihr erstellen sollt. Und da stehen halt so die Bedingungen noch in dem Thread drin. Also lest euch das alles durch. Ich will das jetzt nicht alles hier runterbeten. Und es gibt natürlich auch was zu gewinnen. Und was es zu gewinnen gibt, ich glaube, das machen wir dazu mal ganz kurz nochmal groß, weil auf dem kleinen Fiepsel-Ding hier, da kann das keiner erkennen. Ja, noch keiner. Guck mal, da gibt es ein hammergeiles Alienware-Headset zu gewinnen für den mit der geilsten Quest. Und noch besser, die Leute, also beziehungsweise der gewinnt, der oder die, die werden wir auch während der Buffed-Show direkt live auf der Gamescom, auf der RPC, auf der Roleplay Convention, ich bin schon wieder bei der Gamescom, ein paar Monate weiter, bekannt geben. Und eure 15 Minuten Ruhm, there we go. Ja, schönes Teil auf jeden Fall. Absolut, absolut schönes Teil. Also ich hätte es selber gerne. Okay, cooli. Alrighty. So, sollen wir, was wollen wir denn heute sonst noch so zeigen? Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir hatten das mit den Events erklärt, genau. Mhm. Und zwar... ich würde jetzt gerne mal für die Leute, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind, ihr kennt vielleicht noch so diese erste Foundry-Quest, die wir damals gemacht haben, die Nadine und ich, um euch die Foundry ein bisschen zu erklären. Ne? Das mit dem Grumpys Abenteuer, dem kleinen Goblin, der emotionale Probleme hatte, genau. Und für den gibt es jetzt eine Fortsetzung. Da gibt es einen zweiten Teil, wo ich jetzt gerade dran bin, den zu bauen. Und da würde ich jetzt gerne euch ein bisschen was davon zeigen und ein bisschen was zu erklären, auch vor allen Dingen ein bisschen was aus der Foundry zeigen. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der gesagt, ach naja, hab noch gar nicht so richtig reingeguckt, weiß noch nicht, ob ich das überhaupt will. Und das ist jetzt eure Chance, euch ein bisschen überzeugen zu lassen. Also ich zeige euch jetzt mal so ein paar Minuten aus der Fortsetzung von Grumpys Abenteuer. Und genau, und nebenher könnt ihr euch auch fleißig Fragen stellen und dann werden wir versuchen, die einzubauen.
Genau. So wie es passt. Eine gute Frage von Chris Tulu. Kann man den alten Stream über die Foundry irgendwo noch schauen? Ist der aufgezeichnet? Genau. Haben wir auch auf unserer Webseite drauf. Und wenn ihr jetzt hier im Twitch-Kanal, wo ihr jetzt sitzt, ein Stück weit nach unten scrollt, dann solltet ihr, ich weiß nicht, müsst ihr mal gucken. Ja, dann seht ihr unten so lustige kleine Bildchen. Und da gibt's Neverwinter auf YouTube. Und da gibt es einmal die offiziellen Videos und wenn ihr ein Stück weiter runter scrollt, direkt darunter ist alle Neverwinter Shows. Und da könnt ihr euch alle Shows angucken, die Nadine und ich bisher gemacht haben. Und da ist unter anderem auch das Foundry Special dabei. Also. Okay. Noch ein kleiner, wie soll ich sagen, egal, spielt keine Rolle, von Migi Gamer. Etwas Wichtiges, und zwar, ich habe einen Bug, dass ich nicht wirklich weiterspielen kann, habe Support überall benachrichtigt, aber noch keine Antwort. So viel zu 24 Stunden Antwort vom Support. Ja. Lieber Migi Gamer, wir haben, dadurch, dass wir so viele Spieler haben, auch unglaublich viele Tickets. Richtig viele Tickets. Also kommen jeden Tag 2000. Genau. Daher kann das durchaus sein, dass du manchmal länger als 24 Stunden warten musst. Ja. Normalerweise heißt das nur, dass du in der Zeit schon mal als gekennzeichnet markiert wirst und dann eine automatische Mail bekommst, dass dein Ticket quasi bearbeitet wird. Genau. Aber das kann ein bisschen dauern. Bitte nicht böse sein. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du noch einen Tipp hast. Ich sehe jetzt gerade, was er jetzt hier sagt, ist halt, dass er keine Quests annehmen kann mit dem Char. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da von diesem Art Fehler habe ich jetzt in dem Sinne noch nicht gehört, dass man halt jetzt gar nicht mehr irgendwo weiterkommt. Jetzt ist die Frage halt, was für Quests? Sind das Daily-Quests, die bei dir nicht mehr gehen? Oder prinzipiell die Main-Storyline oder Foundry-Quests, die nicht anzunehmen sind? Also das weiß ich halt nicht. Das weiß ich halt nicht. Aber ein bisschen Geduld, wir sind dran, aber es sind viele, viele Leute und es dauert ein bisschen. Ja. So. Ich würde sagen, dann lass mich mal ein bisschen rumswitchen. Ich schalte mal ganz kurz hier den Neverwinter Client ein. Mhm. Yay, there we go. So, das ist jetzt die Foundry, für die es noch nicht gesehen haben, für die es schon kennen, ist es nichts Neues. Das ist halt der Startbildschirm von der Foundry. Und das ist halt, dass die Foundry ist das Tool, wo ihr eure eigenen Quests mit erstellen könnt, was Neverwinter eigentlich dann wirklich episch macht. Ihr könnt dann wirklich unbegrenzte eure Kreativität freien Lauf lassen. Ja. Und die anderen Spieler freuen sich auch. Und die anderen Spieler freuen sich natürlich auch. Also im Prinzip ist es so, dass du alles grundsätzlich hier über dieses, ich sag mal, Geschichtenfenster machst, über diese Storyline. Das ist so eine Art Storyboard, wo du dann halt deine Geschichte aufbaust und schreibst. Und das ist halt so eine Art linearer Ablauf. Und ich will das jetzt hier gar nicht ins Detail gehen. Ich zeige euch jetzt gleich mal so ein paar Sachen aus der Mission heraus selber. Und das Hauptfenster, wo ihr am meisten mit arbeitet, sind eigentlich die beiden hier oben. Das ist einmal Karten und Dialogbäume. Weil mit den Karten, da seht ihr jetzt hier, das ist so eine Karte, die ich hier gerade am Bauen bin. Das ist ein Gasthaus. Und da werden dann halt per Drag and Drop die ganzen Items drauf platziert, die ganzen NPCs, die Encounter, was ihr halt so wollt. Und hier oben der Dialogbaum, der ermöglicht euch dann halt die Dialoge mit den NPCs sozusagen zu bauen. Und die Geschichte, wo ich jetzt hier halt am Bauen bin, das ist halt ein ziemlich episches Ding. Ihr werdet natürlich gefordert bis zum geht nicht mehr. Und es ist ein bisschen auch an die Rollenspieler, ist ein bisschen eine nette Story dahinter. Und aber ich will am Anfang erzählen, ich zeige euch einfach mal ein bisschen was. Und das ist auch ein ziemlich cooles Feature von der Foundry. Weil wenn ihr nämlich am Bauen seid, dann könnt ihr direkt reingehen in den Teil, den ihr gebaut habt. Und ihr könnt den schon mal Probe spielen und gucken, ob das alles so gut steht und passt. Und ihr könnt euch auch die Klassen sogar aussuchen. Genau. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr spielt normalerweise mehr eine tankige Klasse und habt keine Ahnung, wie sich das jetzt für einen Mage spielt, könnt ihr das einfach austesten. Genau. So, und dann gehst du im Prinzip hierher, sagst dann einfach Karte ab hier spielen und dann lädt er halt die Foundry. Das dauert in der Foundry ein bisschen länger zum Laden, als es normal dauert, weil das halt alles lokal läuft. Das heißt, ihr seid halt in einem speziell instanzierten Bereich. Das sind keine anderen Spieler, sondern da seid nur ihr. Und ihr testet das dann halt. Ihr testet eure Quests dann dort. So.
Während das hier lädt, gucken wir mal, was der Obsilvion gerade schreibt. Genau. Der sagt, beim Drag-and-Drop von Gruppenobjekten kommt es teilweise zum Absturz des Foundry-Generators, wenn man sie übers falsche Gelände zieht. Kennt ihr das oder ist das ein persönliches Problem bei mir? Das ist kein persönliches Problem von dir, das habe ich auch. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Was ich dann immer mache, ist, ich drücke, bevor ich solche Sachen mache, drücke ich meistens immer Steuerung Alt entfernen und öffne mir den Task Manager. Den habe ich dann auf dem anderen Bildschirm bei mir liegen. Und wenn die Foundry dann so hängt und nicht mehr weitergeht, dann tappe ich zu dem Task Manager und beende dann die Neverwinter Task, aber beende sie nicht richtig, sondern ich klicke halt nur an Task beenden. Und dann kommt in der Foundry ein Fenster, was dann fragt, hey, willst du wirklich beenden, weil dann ist alles weg und du sagst dann einfach abbrechen, dann geht die Foundry wieder. Also das ist ein nettes Workaround, aber da sind wir schon dran, da ist auch reported der Bug. Oder auch mal speichern drücken. Ja. Steuerung S hilft auch manchmal, ja. Oh, verdammt, die Maus ist umgestellt hier. Ich sehe gerade die Achsen. Das waren die Franzosen wieder. Die Franzosen haben wieder die Achsen vertauscht. Die Achsenmächte sozusagen. Na gut. Ja. Also, ich muss jetzt mal ganz kurz die Maus umstellen, weil das kriegt hier gleich eine Macke. Wo waren das hier spielweise? Achsen umkehren. Ja, genau. Das haben wir doch gleich. So. Genau, und hier seid ihr eigentlich schon mitten in der Quest drin, ne? Das ist an einem Gasthaus, und zwar ist es das Wirtshaus zur lachenden Maid. Und ihr seid hier angekommen drin, und ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass alles ein bisschen auch gefüllt ist, die NPCs, die sind alle am Erzählen. Hier seht ihr hinten ein paar Musiker, die am Musizieren sind, und dann seht ihr hier hinten ein paar Kaufleute, die am Schnacken sind. Also, dass alles so ein bisschen stimmig ist. Und dann laufen auch ein paar Leute rum. Und die ganze Story will ich euch natürlich nicht vorneweg spoilern, aber ich will euch ein paar Features zeigen. Und zwar eins von den Features ist natürlich hier dieser Dialog mit dem Grumpy. Und den könnt ihr dann halt ansprechen und der winkt euch ran und der erzählt euch jetzt ein bisschen was zur Geschichte, was bisher passiert ist. Und es ist halt so, diese Dialoge sind eine ziemlich wichtige Option in den Foundry-Missionen, weil die natürlich die ganze Atmosphäre aufbauen, die Quest erzählen und. Ich klicke jetzt trotzdem einfach mal so eben hier durch und die ganze Geschichte hat auch einen kleinen Spaßfaktor dahinter. Und zwar geht es in der Geschichte auch um Rello und um Anachronix, also sprich um Nadine und um mich. Und wir haben da einen Gastauftritt drin und ist ein bisschen Easter Egg-mäßig versteckt. Und die nächste Step ist tatsächlich auch schon, um mit Miss Rello zu reden. Und das ist die Nadine hier, die steht in der Ecke. Und ihr seht, sie ist authentisch nachgestaltet. Und sie hat halt eine Menge zu erzählen und ich will euch jetzt nicht den ganzen Dialog spoilern. Also, wenn die Mission fertig ist, ich denke mal so im Laufe der nächsten Tage, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall reinziehen und schauen, was die Nadine und was ich zu erzählen haben. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen jetzt hier aus der Quest selber und ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück in die Foundry und zeige euch mal ein bisschen was, wie das dann gemacht wird. Also ihr seht, das ist halt das Gasthaus, wo wir gerade drinnen waren. Und hier stehen dann die NPCs hier unten zum Beispiel. Das war die Nadine, die steht hier, wo wir gerade waren. Und ihr platziert das halt einfach so, wie ihr denkt. Und ihr baut dann halt im Prinzip so diese einzelnen, ich sag mal, die Geschichte so ein bisschen auf, wie ihr das dann halt braucht. Ne? Also das ist halt ein witziges Tool. Und wir können auch nochmal eine Sache machen, so ein ziemlich cooles Feature, was mich auch ein paar Leute im Forum mal gefragt haben. Das zeige ich euch auch mal ganz fix noch. Und zwar wollt ihr vielleicht auch manchmal NPCs einbauen, die euch helfen. Zum Beispiel, ihr habt da jetzt irgendwie einen ziemlich krassen Monster-Spawn und das ist halt sehr viel für einen, um es ein bisschen interessanter zu machen für die Leute, die halt, eher so auf das Wolf-Spiel stehen und ein bisschen eine andere Abenteurergruppe haben wollen. Dann zeige ich euch das jetzt mal. Und zwar gehen wir da mal in den Keller dazu von der Story. Und da muss ich jetzt mal kurz hier hinter scrollen. So. In der Zwischenzeit gibt es noch eine weitere Frage von Obsilvion und zwar auch zur Foundry. Manchmal ist es ein wenig traurig, dass die meisten Foundries nur dann oft gespielt werden, wenn sie ungefähr 10 Minuten Handlung haben. Mhm. Was genau sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass sie für die Daily zugelassen werden? Genau. Also es wurde jetzt auch gerade in den Chat geschrieben, es muss mindestens 15 Minuten lang sein und diese 15 Minuten, die werden berechnet dadurch, dass mindestens 20 Leute die mal gespielt haben und da wird ein Durchschnittswert errechnet von diesen Leuten, die das halt gespielt haben. Mhm. Und dann wird die Quest als tägliche Foundry zugelassen. Ne?
Das ist einfach ein Sicherheitsmechanismus, um zu verhindern, dass Leute mit einer Minute-Mission mal eben so die Astraldiamanten abfassen, die es dafür Genau. gibt. Ne? Okay. Okay, dann auch hier wieder so das Feature. Ich gehe da mal jetzt ganz kurz in die Quest rein und zeige euch Soldat das mal. fragt nochmal Ja. zur Klärung. Heißt das, dass die werden automatisch zugelassen, wenn sie diese Voraussetzungen erfüllen? Sie kriegen automatisch dieses Flagging, ne? Aha. Diesen Diesen Text, grünen. diesen grünen Text, wo dann drin steht, ja, diese Mission qualifiziert sich für die tägliche Foundry-Quest. Das kommt automatisch, genau. Es ist auch so, dass, wo wir jetzt gerade beim Thema Finden sind und Zulassen und so, dass viele Leute halt sagen, hey, ich kann meine Foundry-Mission gar nicht finden. Woran liegt das? Das Problem ist halt auch, dass sehr viele Foundry-Quests dazukommen. Ich glaube, vor ungefähr anderthalb oder 2 Wochen ich glaube anderthalb Wochen, da waren wir schon bei über 15.000 Foundry-Quests. Und eine gute Möglichkeit ist halt, um da jetzt nochmal das Forum zu promoten, es gibt im Forum, im Unterforum wo die Foundry drin ist, gibt es einen Thread. Das hat einer von euch aus der Community gemacht. Und zwar ist das eine Art Katalog, wo ihr alle Quests seht, die er bisher gefunden hat, direkt mit verlinkt auf den Feedback-Thread und so weiter. Also da könnt ihr dann auch mal, und da ist ein Code dahinter. Und wenn ihr den Code eingebt in das Suchenfeld, dann findet ihr die Quest. Also das ist auch eine Möglichkeit für Foundry-Autoren, wenn ihr halt eure Quests promoten wollt. Dann geht ins Forum, meldet euch in dem Thread an, lasst euch mit dem Offline-Katalog eintragen und dann finden andere Spieler eure Quests. Das ist schön alphabetisch sortiert, super geil gemacht. So, jetzt zeige ich euch mal was ganz, ganz Witziges. Und zwar, das ist eine Adventure-Party, die ich gebaut habe. Also, das ist so eine Gruppe von Abenteurern. Die sind in Wirklichkeit alle Wachen, aber die wurden sozusagen reskinned. Und die stehen jetzt hier momentan noch ziemlich passiv rum. Aber ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich jetzt gleich mal hier hinten ein paar NPCs aggro ziehe. Und dann seht ihr, zack, die gehen direkt los und zerbashen das dann. Und das ist natürlich ganz witzig gemacht, wenn man dann jetzt wirklich ein paar Horden von Untoten zum Beispiel spawnt. Und dann lässt man da was man alleine nicht schaffen könnte, dann lässt man so die mithelfen. Und da hat man das Gefühl, man kämpft dann halt zusammen an der Seite von seinen Abenteuerfreunden. Und die zerlegen die ganz ordentlich. Ich meine, das ist natürlich jetzt nur eine kleine Gruppe und ein paar Tote gab es, glaube ich, auch schon. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein ziemlich witziges Mittel, um dann halt auch ein bisschen den Spannungsbogen oben zu halten. Ne? Ja. Wir haben hier, glaube ich, noch ein paar neue Nutzer dabei, zum Beispiel Christulu und Lukas Martox fragen beide, aber wo bekommt man denn das Foundry-Programm? Vielleicht kann mir auch einer von den Usern hier helfen. Das ist automatisch mit dabei, wenn ihr nicht wisst, wie ihr in die Foundry zum Erstellen reinkommt. Einfach, wenn ihr euren Charakter erstellt, Genau. ist unten auf eurem Screen ein Button, wo Foundry Ziemlich draufsteht. groß sogar, genau. Genau. Und da klickt ihr einfach drauf. Also, genau. Das ist auf dem Charakterauswahlbildschirm, genau. Das unten der Button, den kann man gar nicht übersehen, auf die Foundry, dann klickt er drauf und dann kommt er direkt da rein. Also das ist direkt ins Spiel integriert, das ist kein separates Tool oder so, Ihr sondern. müsst nichts downloaden, ihr müsst nicht irgendwo anders hin. Einfach, wenn ihr den Spielklienten installiert habt, dann ist der mit dabei. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, Genau. also das ist halt so. Und wie man das halt jetzt genau macht, das kann ich jetzt auch nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar klickt ihr dann einfach einen NPC an. Und dann gibt es hier diesen Button, der heißt Anpassen. Und da seht ihr, das zum Beispiel ist jetzt Sehr schick. ein schöner gepanzerter Zwerg. Ne? Der wurde von mir entsprechend angezogen mit den Sachen. Und das ist halt was man abspeichern kann. Also man kann halt diese Art von Klamottenset, der heißt jetzt bei mir Ulgar Trollspalter. Und den Ulgar, den habe ich im Prinip abgelegt als NPC, das Klamottenset mit abgespeichert. Und das kann man dann immer wieder verwenden. Wenn man den Ulgar zum Beispiel auf verschiedenen Maps braucht, dann kann man den immer wieder einfach reinladen. Und das ist halt einfach ein Teil von dem Editor dann. Und ich kann noch mal ganz kurz gucken, jetzt hier, wenn wir auf NPCs klicken, dann seht ihr hier, kommt jetzt gleich, der ist noch am Laden, da gibt es auch den Ulgar irgendwo. Da ist er. Seht ihr? Und das ist halt, seht das denn hier auch, Ulgar Trollspalter. Hier seht ihr eine kurze Vorschau von dem NPC. Und hier seht ihr auch, das ist mein Projekt. Also das heißt, das ist kein NPC, der im Spiel so verfügbar ist, sondern den habe ich halt gebaut, speziell für diese Mission. Und das funktioniert nach demselben Prinzip auch mit den anderen NPCs so. Und da kann man wirklich echt schicke Sachen machen. Ja, auf jeden Fall. Gut. Von Unirot kommt eine sehr beliebte Frage. Und zwar wird es die Möglichkeit geben, PvP-Content in der Foundry zu erstellen? Wird es, wenn ja, wann die Möglichkeit geben, One versus One, also
einer gegen einen Duelle austragen. Genau, genau. Hatten wir schon, glaube ich, seit der Closed Beta hatten wir diese Frage schon. Ich meine, das ist so ein Evergreen, den wird man nie ganz los. Ja, der brennt allen so unter den Nägeln, das merken genau, wir schon. Genau, genau. Momentan ist es nicht geplant, für die Foundry PvP zu erstellen, also PvP-Maps zu erstellen. Was wir auf jeden Fall noch in der Planung haben, ist halt wirklich Content zu erstellen, der für Gruppen geeignet ist. Also sprich, wo man dann auch Bosse setzen kann, weil das kann man momentan nicht. Man kann sich behelfen, indem man wirklich Elite-Encounter setzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man ein bisschen clever ist, es gibt ein paar Monster im Spiel, die wirklich echt hardcore sind. Die kriegen dann auch schon nicht diesen normalen Kreis, sondern die haben diesen gezackten Kreis um sich drumherum, speziell auf Level 60 dann. Mhm. Und die kann man beliebig reskinnen. Also du kannst zum Beispiel einen Gruftschrecken-Hauptmann, der als Untoter ist, den kannst du auch ganz normal zum Beispiel als, weiß ich nicht, als Bären oder als normaler NPC oder als irgendwas anderes. Also man kann den dann sozusagen verkleiden und er hat dann die Stärke von dem Monster, aber sieht ganz anders aus. Also da hast du sehr viel, man kann da eigentlich kreativ sich austoben, sag ich mal. Ja. Genau. Und ansonsten genau. Für PvP grundsätzlich sind natürlich noch andere Modi geplant. Ja. Das kommt alles noch. Ja. Ihr müsst da ein bisschen Geduld haben. Wir sind ja noch nicht mal an unserem Starttermin angekommen. Richtig. Das heißt, nach und nach wird immer mehr Content, immer mehr interessantes Zeug für euch freigeschalten. Und wir haben schon einen kleinen Vorausblick gehabt. Haben wir ja gehabt. Da kann ich eigentlich nochmal zeigen. Für die, die es verpasst haben. Ja, das haben wir noch offen. Das ist ja, ich muss mal eben kurz gucken. Ich glaube, das war das, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ah. Ja, ja. Und zwar, was wir als kleinen Vorausblick für euch haben, ist das hier. Da darf man natürlich noch nichts zu sagen, aber, ne? Ich glaube, das ist auch jetzt irgendwie auf die, ich bin jetzt auch irgendwie auf der US-Seite gelandet. Ich muss das mal ganz kurz hier umstricken auf europäische, auf Deutsch. Da ist die deutsche Version, ne? Genau. In ihrer Habgier nach Macht und Reichtum kennen sie keine Grenzen. Was könnte das bedeuten? Hm. Na, Fragen über Fragen. Wir haben schon so viel gesehen. Wir haben schon so viel gesehen und wir werden es euch nicht. Wir werden es euch nicht verraten. Aber ihr könnt euch drauf freuen. Aber definitiv was sich lohnt und definitiv was, wo ihr denkt, wow. Das ging schnell. Mhm. Also ist was sehr Nettes und wir werden es demnächst auch bekannt machen, was es genau ist. Wir werden es so häppchenweise an euch ranfüttern, damit ihr euch drauf freuen könnt. Der Bolgard fragt mich, Nadine, hast du auch schon mal eine Foundry erstellt oder immer nur der Norman? Ich muss sagen, leider bisher immer nur der Norman. Das liegt aber auch ein bisschen daran, weil ich gesegnet war mit einer sehr schlechten Grafikkarte und das hat mit Neverwinter nicht so gut funktioniert zu Hause. Genau. Und während der Arbeit habe ich leider nicht genug Zeit, um meine Foundries zu bauen, ich auch wie nicht. Der Norman das gerne macht. Das ist. Ich bin nur ein bisschen am Piesacken, das macht der Norman nicht. Okay. Ich wünschte, es wäre so. Sorry, ich trinke jetzt einfach mal einen Kaffee da drauf, da fällt mir jetzt gar nichts weiter zu ein. Ja, genau. Nee, ich habe jetzt eine neue Grafikkarte und ich bin guter Dinge. Ich hoffe, dass jetzt sich mein Problem in Luft aufgelöst hat und dass ich auch mal die Foundry bedienen kann. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, so wie ich das Spiel spiele momentan zu Hause, da kann ich 3 Pixel auf 5 Pixel stapeln. Ja. Und das ist für die Foundry nicht so geeignet, weil ich nicht weiß, was ich mache. Du spielst dann eher so eine Minecraft-Version von... Minecraft, Tetris, sowas in der Richtung, ja. Wenn die guten Ausreden nicht Ja. Mhm. Gut. Also im Prinzip ist es so, wenn ihr halt Fragen habt zur Foundry, wir haben auch heute... im Forum 4 neue Mods bekannt gemacht. Ich hoffe, die waren jetzt schon fleißig und haben sich schon vorgestellt. Wenn nicht, gibt es was an die Löffel. Wir haben festgestellt, dass im Forum wirklich super voll wird und dass natürlich auch eine Menge Leute in der Community am Schreiben sind und das alleine nicht mehr zu bewältigen ist. Und das Gaste, der mir schon seit ein paar Wochen mithilft, für den wird es auch ein bisschen viel. Deswegen haben wir uns jetzt auch ein paar Leute rangeholt, die sich zum Beispiel auch gezielt für die Foundry einsetzen. Also die sind dann halt direkt in der Foundry aktiv, dann gibt es welche, die moderieren ein bisschen die Buglisten und dann sind Leute dabei, die kümmern sich ein bisschen um das Allgemeine. Also ihr seid in guten Händen und wir kümmern uns um euch und passen natürlich auch auf, dass ihr auch schön lieb seid. Ne, im Forum. Ja. Also. Und für die, die sich besonders gut engagieren, wolltest du doch auch noch was Spezielles machen. Wollte ich das? Oder? Ja. Wolltest du nicht noch ein bisschen Kohle raushauen? Ich wollte, glaube ich, noch ein bisschen Kohle raushauen, ja genau. Und zwar folgendes. Also, wir haben ja jetzt...
festgestellt vorhin, dass wir noch ein paar Fehlerstellen haben, ein paar Sachen, die wir gerne behoben haben wollen. Und ihr seid schon unglaublich aktiv und helft uns mit. Und um das Ganze noch ein bisschen zu pushen, haben wir uns jetzt Folgendes überlegt. Wir werden im Laufe der nächsten Woche, also von heute an bis zum nächsten Donnerstag, werden wir bei uns im Forum ein Event laufen lassen. Also das ist eher so, und das werde ich auch noch ins Forum reinschreiben, damit das die Leute mitkriegen, die jetzt nicht auf dem Stream sind. Und zwar machen wir das so. Die Leute, die wirklich das meiste beitragen zur Fehlerfindung, die am aktivsten und am konstruktivsten vor allen Dingen auch sind, also nicht einfach, kacke, Bug, geht nicht, sondern richtig cool was schreiben, für die gibt es am Ende der Woche eine Belohnung. Und zwar die drei aktivsten und mit dem besten Feedback, die kriegen jeweils 500 Cent. Einfach so. Einfach nur für das Bang. Ja. Also schnell verdientes Geld und helft halt mit und macht den Winter besser und streicht dafür noch eine Belohnung ein. Okay, sehr schön. Von Satanica 007 kommt eine sehr wichtige Frage auch für die ganzen Foundry-Interessanten, und zwar, wann kommt denn die Foundry-Wiki raus? Auf Deutsch nehme ich an. Ja, also es gibt schon eine Wiki, sage ich mal, mehr oder weniger, aber noch speziell für die Foundry gibt es noch keine. Und da ist jetzt auch wieder so ein bisschen Community gefragt. Wenn ihr wollt und wenn ihr Interesse daran habt, dann können wir sicherlich mit den Moderatoren, den Zweien, die sich jetzt um die Foundry kümmern werden, was deichseln, dass wir eine Art Compendium schaffen. Und es gibt auch schon, das weiß ich, von einem, der hat es angefangen, in der Foundry eine Art FAQ. Und das werden wir in den nächsten Tagen noch ausbauen. Es gibt auch noch was hier bei uns in der Übersetzung liegt. Und die Idee ist halt wirklich, solche Sachen Community-Projekt zu machen. Das heißt also wirklich interessierte Leute, wir wollen euch das nicht vorkauen, sondern ihr selber helft mit uns zusammen mit den anderen zu helfen. Und es gibt auch schon einen Thread, der heißt, oder beziehungsweise ein Subforum, das heißt Autoren helfen Autoren. Da stellt ihr eure Fragen und kriegt direkt auch die Antwort von den anderen Leuten. Also das ist so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Sanja1214 fragt dazu, wo muss man die Fehler hinschreiben? Es gibt im Forum, ich kann es vielleicht auch einfach nochmal ganz kurz zeigen, das geht wahrscheinlich immer am schnellsten. Zack. Und zwar geht ihr bei uns ins Forum rein und dann scrollt ihr hier runter und da gibt es so einen Bereich, der heißt Fehler und technische Unterstützung. Und da gibt es auch diesen Unterpunkt Fehler und Problemberichte, und wenn ihr dort reingeht, dort könnt ihr eure Fehler reinschreiben. Wenn ihr Übersetzungsfehler habt, also Sachen, wo jetzt halt was nicht stimmig ist oder vielleicht ein Tippfehler ist, dann geht ihr einen rüber, Übersetzungsfehler und Verbesserung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich kann mal ganz kurz hier ein bisschen wieder reinzoomen, genau. Und also hier die Übersetzungsfehler rein und hier drunter die Bugs oder Fehler im Spiel. Und das gucken wir uns halt, wie gesagt, mehrfach die Woche an und sammeln das dann, und dann geht das zu den Entwicklern und die takten das dann ein in ihren eigenen Entwicklungsplan. Ja. Gut. Sehr schön, sehr schön. Okay. Lukas Martox, wurden eigentlich schon die deutschen Dialoge gefixt? Darüber haben wir vorhin gesprochen, ganz am Anfang. Genau. Da kümmern wir uns noch drum. Das ist alles ein, ich kann kein Deutsch mehr, Work in Progress. Wir sind dran. Ja, so. So sieht's aus. Genau. Es dauert immer ein bisschen, wenn ihr die Sachen meldet, dann werden die bei uns verarbeitet und dann leiten wir das weiter an Cryptic, dann bauen die das ein und dann mit einem der nächsten Patches wird das upgedatet. Und bis das Spiel offiziell rauskommt, sollte dann alles paletti sein. Hoffen wir mal, genau. Also, weil ich jetzt auch gerade das lese, ob es mal deutsche Server geben wird oder europäische Server, weil der Ping ist wohl angeblich schlecht. Also man muss dazu sagen, kein MMO, also wohlgemerkt MMO, ne? Nicht Shooter, MMO, hat einen Ping, der, ich sag ich mal, so ist wie ein FPS, also wie ein First-Person-Shooter. Die meisten MMOs haben im Schnitt einen Ping zwischen 90 und 120. Das ist völlig normal, das liegt an der Art und Weise, wie die Daten auf einem MMO verarbeitet werden. Also da ist ein Ping von, sag ich mal, 200 durchaus noch spielbar. Wichtig ist halt nur eine Sache an der ganzen Sache. Die meisten, die jetzt Probleme mit Lags haben, ich lese das jetzt, dass hier viele schreiben, ihr habt die Probleme mit Lags. Das ist nicht unbedingt gesagt, dass diese Probleme bei uns an unserem Ende liegen. Wir hatten selber Momente, wo es Rubberbanding gab, das ist normal. Oder beziehungsweise, das haben wir selber auch gemerkt. Aber es gibt doch häufig, ich sag mal, wo es dann am Provider bei euch zu Hause liegt. Ich will da jetzt nicht prinzipiell verallgemeinern und sagen, es ist euer Problem. Ich will einfach nur sagen, dass es manchmal auch echt nicht an unserem Ende liegt und dass wir dann ein bisschen überfordert sind und nicht sagen können, hey, wir können das jetzt fixen, wenn die Telekom bei euch zum Beispiel einfach eine schlechte Verbindung bereitstellt. Und wir sind dabei, sowas zu organisieren und zu evaluieren und zu gucken, was wir machen können. Aber es ist halt manchmal einfach so, dass durch eine schlechte Verbindung an unserem Ende nichts mehr gemacht werden kann. Ne? Anscheinend haben wohl sehr viele gerade
gerade heute Lags. Wahrscheinlich sind unsere Techniker schon dran. Das fängt jetzt gerade die Schicht der US-Kollegen an. Ja. Von daher könnt ihr euch sicher sein, wenn diese Probleme massiv auftreten momentan, dass sich da auch jemand drum kümmert. Ja. Also wir haben auch schon diese Sache mal angestoßen, wo wir gesagt haben, hey, viele Leute in Europa beschweren sich halt darüber, dass es halt oftmals etwas langsam ist. Und es ist in der Mache und die Leute prüfen das auch. Nur es ist halt so, wir bräuchten dann auch von euch das Feedback. Also wenn ihr halt sagt, okay, ich habe jetzt echt die super Lags, dann geht halt ins Forum, schreibt dann so ein Fehler-Problemberichte unter Forum, einen Thread oder am besten guckt, ob da schon nie einer entstanden ist. Und dann postet zum Beispiel auch mal eure IP rein, die ihr benutzt, von wo ihr euch einwählt. Oder am besten noch so ein, so ein Traceroute, zum, wer sich damit auskennt. Also alles, was wir an Informationen von euch kriegen, je mehr, je besser. Und ja, das hilft dann natürlich. Je mehr Details, umso einfacher ist es für uns, um rauszufinden, wo es liegt. Und dann geht es auch schneller mit der... So sieht's aus. Mit der Behebung. Danke. Bitte. Ich glaube, das liegt daran, weil wir letzte Woche keinen Stream hatten. Wir sind total raus. Ich kann völlig raus. Kein Deutsch mehr gesprochen. Schlimme so Sache. So ist das. Ganz einfach nur Englisch reden und ich habe noch eine Frage gelesen, ob man halt diese Umlernmarken auch für Ingame-Währung kaufen kann. Natürlich kann man die kaufen. Ich meine, ihr könnt ja die Astral-Diamanten eintauschen in die Zen und da könnt ihr das aus dem Zen-Store kaufen. Also wir werden jetzt nicht so hergehen und dann die Umlernmarken für Gold verfügbar machen, weil ganz ehrlich, für jemanden, der Level 60 ist und der das regelmäßig die Dungeons macht, der kann eigentlich ohne Probleme genug Astraldiamanten zusammenfarmen in einem relativ kurzen Zeitpunkt, um sich dann halt solche Sachen leisten zu können. Und jetzt ganz ehrlich, wer jede Woche umskillen möchte, der muss auch den Preis dafür bezahlen. Weil einmal skillt man um, vielleicht ein zweites Mal, aber dann sollte es passen. Und um das Argument mal zu entkräften, was ich im Forum gelesen habe, es gibt keine PvP-Builds. Ganz ehrlich, also das ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist Quark, aber man kann mit einem, da muss ich schon wieder dieses Wort PvP und PvE, die Skills, es gibt keine reinen Skills, die für PvP ausgelegt sind. Es gibt Skills, die sind im PvP günstiger als Skills, manche Skills, die sind im PvE günstiger, das stimmt. Aber man hat genug Punkte am Ende, um wirklich fast alles zu skillen. Also da kann mir keiner erzählen, dass er da nicht auskommt mit. Aber das möchte ich dann, den Bild möchte ich dann mal sehen. Also es ist halt... Machen wir dann auch mal ein Event draus. Da machen wir auch mal ein Event draus. Zeigt uns euren abartigen PvP-Build. Aber verwandtes Thema damit. Genau. KSK DJ Snow fragt, wie ist das? Ist das möglich, irgendwann verschiedene Skillungen zu speichern? Weil ich als Mage, wenn ich zum Beispiel PvP machen will, kann ich nicht mehr eine PvE-Skillung benutzen. Das ist natürlich was anderes, dass ihr... Ihr seid ja limitiert auf eure aktiven Skills. Genau. Weiß ich nicht, Norman. Wie sieht's denn damit aus? Ist eine interessante Frage. Ich weiß, ich hatte eigentlich selber auch, glaube ich, mal sowas schon gefragt. Aber damals hatte man mir gesagt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen ist. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, was er jetzt meint. Das ist wahrscheinlich so eine Art Sets, die du abspeicherst. Ja. Wie das manchmal in den anderen Spielen hast, wo man mit diesen Leisten noch arbeitet, wo man dann durchklicken kann. Leiste 1, Leiste 2. Ist mir momentan nicht bekannt, aber ist ein guter Punkt und ich nehme das einfach mal mit auf ins Feedback. Das werde ich direkt mal erfragen, ob da sowas geplant ist. Ich schreibe mir das mal eben direkt auf. Sehr gut. Fein, fein. So, von Chasor89, der hat, glaube ich, nochmal was zu dem Umtauschwährungsprinzip zu sagen. Ich würde aber vorschlagen, die 600 Zen-Preise auf 540 zu reduzieren. 540 kann man am geringsten kaufen. Aktuell muss ich für sowas aber unbedingt 10 für 10 Euro kaufen, damit ich umskillen kann und habe danach eine Menge an Zen rumliegen, die ich nicht brauchen kann, weil es für alles zu wenig ist. Ja. Naja, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, dieses Preismodell, da steckt schon ein bisschen Überlegung dahinter und da ist jetzt eigentlich auch nichts, wo wir jetzt einfach hergehen können im Community-Team und sagen, oh, lass uns das einfach mal ändern und dann nächste Woche ändern wir es wieder und dann wieder. Also da hängt eine Menge da dran und das ist manchmal nicht so ganz einfach und ich glaube, das würde jetzt auch den Rahmen von der Sendung sprengen, das zu erklären. Aber da haben wir relativ wenig Einfluss drauf, inwieweit die Zen-Preise dann umgebaut werden können. Also wir können Empfehlungen geben, aber... Das ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt einfach was direkt machen können. Ja. Also da bin ich auch ganz ehrlich. Und wie gesagt, wenn du zu viel Zen hast, du kannst ja immer alles im Spiel auch umtauschen. Genau. Ne? Also du kannst es ja dann in Astraldiamanten umwandeln oder wenn du Astraldiamanten zu viel hast und dir Zen fehlt, dann kannst du auch die Astraldiamanten in Zen umwandeln. Also
du bist da eigentlich ganz flexibel. Du musst ja nicht über unsere Webseite gehen und die Pakete kaufen, die wir anbieten. Genau. Ja. Jetzt war noch hier eine Frage mit diesen, das muss ich jetzt ehrlich gesagt nachfragen, also Samsonetti, glaube ich, war das hier. Mhm. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, aber meinst du das so, dass, dass man halt 2 oder 3 oder 4 Foundry-Quests machen muss, bevor man die tägliche Belohnung bekommt? Je höher du im Level bist, ist es das? Also das? Ich glaube, ja. Ich meine auch, aber bevor ich da jetzt was Falsches beantworte, siehst du, das war es nämlich nicht. Okay, das verdammt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also du kannst es ja vielleicht nochmal kurz ausführen und ich sag mal ganz kurz hier, was ist mit Housing? Ja, was mit Housing? Ja, was ist eigentlich mit Housing? Man darf sich ja hier nicht verplappern. Nee, man muss ja höllisch aufpassen, was man hier sagt. Also, nein. Also. Dürfen wir nicht sagen. Aber, wenn ihr jetzt natürlich clever seid, was ihr natürlich alle seid, dann erkennt ihr schon an unserer Reaktion, was die Antwort auf die Frage ist. Gut. Cool. Okay. So. Am Anfang und später. Coming soon TM. Jetzt, hat sich das jetzt selber beantwortet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche jetzt auch. Doch, das ist das, was er meint. Er hat es wahrscheinlich nicht ganz verstanden, wie ich es erzählt habe. Okay. Ist es so, wenn du aufsteigst im Level, umso höher du kommst, umso mehr musst du tun. Also, sprich, ich glaube, Level 10 oder Level 20 kannst du, glaube ich, einmal am Tag schon deine tägliche Foundry-Belohnung abholen. Nach einer Quest. Und auf Level 60 muss man, glaube ich, schon 3 oder 4 machen. Ich glaube, ich muss auch schon 3 oder so. Ja, ich glaube, Level 60 musst du dann 4 Quests machen und das ist natürlich dann auch so, dadurch, dass die Hauptstoryline natürlich dann zu Ende ist, auf Level 60, sollst du natürlich dann auch dir die Foundry-Mission von den Spielern angucken, wenn du die Belohnung haben willst. Oder du sollst in das Skirmish reingehen oder in die Epic Dungeons. Und ganz ehrlich, jeder geht in die Epic Dungeons, schon alleine wegen dem Gear, was da zu holen gibt. Also das ergibt sich von ganz alleine und ich ganz ehrlich, so 4 Foundry-Missionen, das ist ratzifatzi gespielt. Da bist du schön ich sag mal, 1,5 Stunden busy und dann hast du das schon weg. Und ich finde nicht, dass das so lang ist, ganz ehrlich. Ich glaube, das war mehr so für den Mittelbereich. Bei mir passiert das auch, wenn ich momentan spiele, dass ich gar nicht zum Questen komme, weil ich meine ganzen Dailies abarbeiten muss. Ja. Das ist einfach eine Frage der Priorität, wie du es setzen möchtest. Also mich stört das jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig. Ja. Ich lasse dann halt einfach mal einen Tag ausfallen oder so. Richtig. Einmal nur das Beten halt nicht vergessen, ne? Das ist halt immer so. Und das Craften, da könnten wir eigentlich auch mal vielleicht so ein kleines Spotlight drüber machen. Hey, wie funktioniert das jetzt eigentlich mit dem Crafting-System und was kann man mit dem Gateway noch machen, was auch so ein ziemlich cooles Feature ist. Das wäre vielleicht nochmal eine Maßnahme für die nächste Mission. Und ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, das war ja auch nochmal ganz witzig zu sagen, weil man gerade noch bei Foundry war. Man kann ja, manchmal seht ihr ja im Spiel, ich zeig das nochmal, nee, ich zeig das jetzt gerade nicht, weil ich nicht eingeloggt bin. Im Spiel gibt es ja diese Foundry-Missionen, ne, wo die ihr dann spielen könnt. Und da seht ihr manchmal, da haben so welche so ein kleines, wie so ein Orden dran. Das sind die gefeaturten Missionen von euch. Und das sind halt die Missionen, wo er dann extra XP kriegt für, wenn er diese Quests macht. Also das heißt, das sind dann Leute, die das halt vorgestellt haben. Gibt es bei uns im Forum so ein Anmeldethread, könnt ihr reingehen, könnt ihr sagen, hey, habt eine coole Quest gemacht. Und ich möchte jetzt, dass die gefeatured wird und dann spiele ich mir die an und dann gucke ich mir die an, ob mir die gefällt und ob die cool ist und ob die passt. Und wenn das passt, dann kriegt ihr ein Feature jeden Dienstag für eine Woche. Und für die Leute, die das bisher schon gemacht haben, die können euch das sicherlich bestätigen, das gibt eine fette Extraladung Astraldiamanten plus den ganzen Fame, den ihr da kriegt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hier gibt es ein paar Leute, die wissen möchten, was denn mit Gondolgrim los ist. Wissen wir denn schon, wann Gondolgrim PvE geplant rauskommt? Wir wissen das schon, aber ihr wisst es noch nicht. Es kommt aber bald. Und es ist halt kein PvE, sondern es ist PvP. Und, aber es gibt auch eine PvE-Zone. Es gibt eine PvE-Zone, ja, davon. Genau. Aber es ist halt, der eigentliche Clou ist ja diese PvP-Zone, weil das ist was, was ganz viele nachgefragt haben. Aha. Und ich kann es nicht sagen, weil sonst kriege ich echt Ärger, aber es ist wirklich so, dass ziemlich cool. Also es ist nicht so ein 5 gegen 5 Ding, sondern sehr, sehr geil. Ja. Okay. Davor. KSK DJ Snow und Nadine, wann sollen die neuen Chars kommen? Ja, du. Die kommen dann, wenn wir den nächsten großen Schwung an Content-Updates rausbringen. Ja, welchen neuen Chars denn? Ich meine, ihr könnt euch jeden Tag einen neuen Char erstellen, ne? Ihr meint wahrscheinlich neuen Klassen und Rassen. Ja.
Okay, also das ist halt wirklich coming soon, TM. Ja. Zu solchen Fragen können wir meistens nicht sehr viel sagen, weil wir sind da echt gebunden an unsere Schweigepflicht. So sieht's aus. Und wir wollen ja nicht den ganzen Spaß verderben. Es kommen definitiv super viele Sachen. Nicht nur Klassen, nicht nur Rassen. Genau. Und die kommen. So sieht's aus. Ja. So sieht's aus. Okay. Ja, hat nichts mit scheiß NDA zu tun. Also es ist halt einfach so, dass die PR- und Marketingabteilung natürlich auch gerne noch ihr Löffelchen da hierbei verdienen will. Und die wollen natürlich dann auch mit den Magazinen das alles beschnacken und die Exklusivberichte machen und. Und das ist halt der hässliche Teil, wenn man hier in der Branche unterwegs ist. Man weiß eine Menge, aber man kann es euch, die es eigentlich spannend finden, nicht erzählen. Also du denkst nicht, dass das echt Spaß macht. Das ist was. Ich würde es euch gerne erzählen. Ja, und Nadine gerne. Auch. Aber es ist halt. So ist das. So ist das. Alles im Leben hat Regeln und wir müssen uns an manche halten, an manche nicht so sehr. Aber das, ja, die gehören dazu. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Okay. Ja, was haben wir denn noch so? Kiganu, hi Leute. Ihr habt zwar im gestrigen Patch versucht, etwas gegen AFKler im PvP zu unternehmen, doch aus meiner Sicht bringt dies leider nur wenig. Es ist nicht möglich, dass man jemanden melden können. Ist es nicht möglich, dass man jemanden melden können und wenn es vier der Gruppe melden würden, der AFKler gekickt wird? Hm. Wie am Anfang der Show schon gesagt, wir kümmern uns um die ganzen Probleme, die auftauchen, so gut wir können. Das war jetzt eine Behebung von dem Problem, dass Leute einfach nur die Glory im PvP farmen, ohne dass sie irgendwas machen. Ob das so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen. Und ob wir das System dann noch verbessern, das werden wir dann natürlich noch in Erwägung ziehen. Das kommt natürlich auf euer Feedback drauf an. Hm. Wenn ihr uns sagt, hey Leute, netter Versuch, funktioniert nicht, dann werden wir definitiv daran was ändern. Wenn wir sehen, das hat sich gebessert, dann ja. Wir haben auch ehrlich gesagt, also beziehungsweise ich habe gestern Abend auch direkt noch, weil ich die ersten Leute im Forum schon gelesen habe, die das genau schrieben, was ihr jetzt auch sagt, also wieder so ein Ding, ich lese das wirklich. Ich habe auch direkt gestern nochmal an Cryptic eine E-Mail geschrieben und ich habe die dann halt gefragt, was man halt machen kann, ob das wirklich das Nonplusultra ist oder ob da noch ein bisschen mehr geht, weil die Community ihr euch das natürlich schon ein bisschen, ich sag mal, noch ein bisschen ausgereifter vorstellen könnt. Also das ist so ein Work in Progress und wir versuchen natürlich dann den möglichst besten Kompromiss zu finden, um euch natürlich die Spielerfahrung möglichst zu versüßen. Ja. Aber und was ihr auch bedenken müsst, halt wir so wollen natürlich nicht das Spiel radikal umstellen, richtig, jeden Tag, sondern das sind wirklich Schritte, die mit Bedacht gemacht werden müssen und deswegen versuchen wir die Änderungen so klein wie möglich zu halten. Genau, genau. Also es ist halt auch so, Balancing mit dem Holzhammer geht meistens nach hinten los und das ist halt auch was, was wir nicht machen wollen. Genau, also geduldet euch ein bisschen, wir arbeiten dran, immer schön reporten, immer Feedback geben, seid konstruktiv dabei, dann freut sich der Norman und dann können wir das auch so weitergeben. Richtig, ja? Richtig, okay. So schaut's wundervoll aus. Da war noch irgendwo was, was ich auch gut fand, und zwar von Demon Enter. Finde ich voll cool, dass ihr dem Gronkh dieses Held des Nordens Paket geschenkt habt. Der gute Gronkh, ja. Für das Let's Play. Echt nicht schlecht, dass ihr sowas unterstützt habt. Ja, also wie gesagt, der Gronkh ist wirklich, ich bin selber auch ein großer Fan von ihm, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich mehr so, ich hab echt seine Minecraft-Videos verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich hammergeil. Und der hat sich halt hingesetzt und hat, ohne groß von uns da angeschubst zu sein, diese Neverwinter Let's Plays gemacht, was ich wirklich echt hammergeil fand. Und da haben wir uns gedacht, naja, wenn er schon sowas macht, dann lassen wir ihm mal so ein Held des Nordens Paket zukommen und lassen ihm mal, und er hat auch wirklich da, also wer sich das anschauen will, auf dem YouTube-Channel einfach mal nach Gronkh suchen und bei YouTube, und das findet er dann sofort. Und da ist wirklich echt sehr, sehr geil gemacht. Also, ja, also ich gucke das auch super gerne. Ja, so sieht's aus. Definitiv. Cool. Okay. So, warte, wer auf... ich habe keine Ahnung, ob Sivion fragt, auf welchem Server Gronkh eigentlich zockt. Ich glaube, das kann man aber sehen, echt? Wenn der... Ja, der hat, der macht ja Let's Plays wirklich im epischen Modus. Das heißt, der zeigt euch nie irgendwie, ne, ich gehe mal jetzt hier eine Runde was machen, sondern der zeigt euch wirklich jede Minute. Und deswegen sind die Dinger extrem lang und dann auch über mehrere Folgen verteilt. Und ich glaube, auf dem ersten kann man sehen, auf welchem Server er das erstellt. Habe ich nicht aufgepasst. Auf welchem Chart. Habe ich genau nicht aufgepasst. Aber das bringt mich jetzt eigentlich noch zu einem Punkt. Mhm. Ich weiß nicht, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich hatte noch was aufgeschrieben. Und zwar,
wichtig häufig gestellte Fragen, die von euch kommen, an, an Facebook oder an Forum PN oder wo auch immer. Hatte ich zum Beispiel diese Woche ein paar Leute, die geschrieben haben, hey, wo kriege ich denn jetzt einen Beta-Key her für Neverwinter? Really? Nö. Brauchst keinen Beta-Key. Also wie gesagt, ihr braucht echt keinen Beta-Key. Teilt das euren Freunden auch mit. Spread the love. Es ist halt wirklich so, nichts mit Beta-Key direkt runterladen und loslegen. Und was häufig auch kommt, ist, wo kann ich meine Bugs hinposten? Naja, das haben wir euch jetzt schon erzählt. Geht ins Forum zu uns. Auf Facebook können wir echt nichts mit anfangen, weil ja, da ist halt wirklich ein bisschen beschränkt die Möglichkeiten. Wir leiten die Leute dann in der Regel auch ins Forum um, aber erspart euch halt den Post dort. Wenn ihr was habt, was Facebook-related ist, klar, immer drauf. Aber so Spielfragen und so ist im Forum echt besser, weil ihr kriegt da schnelle Antworten. Ja, vor allem ist da nicht nur der Norman, sondern da sind auch die anderen Spieler, die manchmal auch, manchmal vielleicht sogar besser, Bescheid wissen, natürlich, absolut, ja. Ja, absolut. Definitiv. Und ja, auf Facebook ist das alles so ein bisschen unorganisiert, also da können wir ja nicht filtern. Richtig, da geht das halt alles rein und da kommen wirklich täglich Dutzende von Nachrichten. Und bevor eure dann untergeht, was schade wäre, postet es vielleicht doch lieber gleich ins Forum, da wird euch dann schneller geholfen. Ja. Und eine wichtige Sache noch, das auch häufig gefragt wurde, ist dieses, hey, ich habe jetzt Zen aufgeladen, aber ich habe die nicht im Spiel. Wie kann das sein? Und was ihr die meisten dann vergessen ist, ihr müsst halt hergehen auf die Webseite, wo ihr die Zen aufgeladen habt. Und da gibt es diesen Punkt Zen transferieren. Und da könnt ihr dann halt, ich kann das noch, kann ich das zeigen? Ich muss mal gucken, bin ich überhaupt eingeloggt auf dem... Ich bin natürlich nicht eingeloggt. Ich muss mal ganz kurz einloggen, dann kann ich das mal ganz kurz zeigen. Für die Leute, die das Chatnalouvre fragt, Norman, kannst du das bitte nochmal mit den deutschen Chats ansprechen? Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, aber eins after dem anderen, als erstes. Eins after dem anderen. Ich habe jetzt mal so ein Denglisch gemacht. Also, ihr geht jetzt hier oben auf das Ding drauf, dann gibt es hier diesen Zen-Aufladen-Button und dann Zen transferieren. Und wenn ihr da draufklickt, dann, dann kriegt ihr erstmal dieses tolle Pop-up und dann habt ihr hier die Möglichkeit, Zen auf einen Server übertragen. Ja, und ich zoome hier auch nochmal rein, damit das für euch auf dem Bildschirm zu Hause größer wird. So. Und dann wählt ihr hier aus der Liste das Neverwinter aus. Und dann wählt ihr hier Neverwinter aus und dann wählt ihr hier den Betrag auf. Ich habe jetzt natürlich nichts aufgeladen, deswegen kann ich nichts transferieren. Aber dann wählt ihr hier den Betrag aus, je nachdem, was ihr da drauf habt, habt ihr dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten in verschiedenen Schritten. Transferiert das, voilà. Ja, dann jetzt habt ihr auch eine Liste, wo das angezeigt wird. Da seht ihr auch eure letzten quasi Transaktionen. Genau, excellent. So sieht das aus. Ja. Um die Frage mit dem Chat nochmal anzusprechen, wie kann ich in-game in den deutschen Chat reinjoggen? Das ist sehr wichtig. Da gibt es auch wieder, die Community ist einfach awesome, die hat es nämlich gemacht. Also da gibt es hier so einen tollen Thread bei uns im Forum. Und zwar heißt der Community Guide Thread. Und auf der Seite 2, da klicke ich jetzt mal hin. Und dann scrolle ich mal ein bisschen runter. Da gibt es was zum Guardian Fighter, wo man da beim Skillen drauf gucken sollte. Und da gibt es hier so einen Punkt, der heißt Deutsche Community In-Game Channel. Und da sind die In-Game Channels angegeben. Und dann gibt es hier die ganz einfache, in 3 Zeilen, 4 Zeilen beschrieben, how to join the channel. Also wie kann ich dem Channel beitreten? Kommt bei uns ins Forum einfach mal rein und das findet ihr, dieses Tutorial, das findet ihr unter Neverwinter Diskussion und der Thread heißt Community Guide Thread. Und auf Seite 2 ist halt gezeigt, was ihr machen müsst, um in den Channel reinzugehen. Also sprich, wie ihr den joint. Ja. Und dann müsst ihr nur einmal machen, dann seid ihr drin. Genau. Das hält ja auch beim Ausloggen. Oder ansonsten auch grundsätzlich, wenn ihr einen anderen Channel sucht, das funktioniert über das gleiche System. Genau. Ist super sinnvoll, gerade wenn ihr irgendwie genervt seid von den ganzen englischen Chats oder sonst irgendwie was, dann könnt ihr in eure Einstellungen gehen und könnt euch genau den Chat, den ihr haben wollt, so zurechtlegen, wie ihr wollt. Könnt ihr die Farbe festlegen, könnt ihr den Hintergrund festlegen, wie ihr alles das haben möchtet. Schön groß für die Blinden unter uns. So schalt's. Genau. Zwei Antworten für zwei kleine Fragen kurz. Kann ich Zen aus STO transferieren? Leider nein. Geht nicht. Und die zweite Frage, die der Mob the 85 geschrieben hat. Was ist mit den Spielern, die gebannt wurden, weil sie den Chat, genau.
Wir hatten leider Gottes letztes Wochenende einen kleinen Zwischenfall und zwar waren da, glaube ich, 2 oder 3 Spieler von betroffen. Habe ich dann auch mitgekriegt im Forum und wir haben das auch dann direkt gelöst. Und zwar war das so, dass ihr seht das ja jetzt hier in dem Channel. Ich will das einfach mal erklären, was dahinter steckt. Dieses NWG und das stand auf der Blacklist. Warum? NWG ist leider auch eine Abkürzung für Neverwinter Gold, was die Goldseller benutzen. Und dieses wurde auf die Blacklist gesetzt und die Leute, die das aus Versehen eingetippt haben, dreimal, um das anderen Spielern vielleicht zu demonstrieren, die wurden dann aus Versehen gebannt. Wir haben uns bei den Spielern entschuldigt, die wurden auch, glaube ich, ein paar Stunden maximal später wieder entbannt. Sorry nochmal dafür, das ist halt, dies wurde auch von der Blacklist entfernt, dieses Wort, aber das ist halt das, was dahinter gesteckt hat und ja, das ist jetzt behoben. Genau. MacApple fragt, was meinen die mit für Rollenspieler? Das ganze Neverwinter ist doch ein Rollenspiel, oder nicht? Weiß es gar nicht, worauf er sich bezieht. Auf den Chat. Hier. Weil es den Neverwinter German und den Neverwinter Genau. German RP Channel gibt. Genau. Es ist halt so, dass viele Leute das Spiel eher so als. Na, es gibt eigentlich drei Gruppenspieler. Es gibt die Progressive-Spieler. Das sind die, die sagen, Latte. Ich will einfach nur Endgame, ich will farmen, ich will Dungeons clearen, ich will Content clearen, ich will so schnell wie möglich irgendeinen Boss legen mit der ausgebuffteten Taktik. Das ist die erste Gruppe. Zweite Gruppe ist, was die Masse ausmacht, das sind die Casuals. Das sind die Leute, die einfach Abend nach Feierabend eine Runde zocken wollen, ein bisschen Spaß haben mit Freunden, Freundinnen, mit Bekannten, kleine Gilde, just for fun. Ne? Das ist die große Masse. Und dann gibt es halt die Rollenspieler, das sind die Leute, die wirklich sagen, okay, ich bin jetzt nicht so auf dem Level-Zwang. Ich möchte eher so in wirklich in-Character spielen. Also die reden dann auch, wie die Chars sich unterhalten würden. Die haben halt Spaß dabei und genießen das Spiel in dem Moment, wo sie spielen und genießen wirklich die Momente und spielen das bis zur Extension aus. Und leider Gottes ist es so, dass diese drei Gruppen miteinander nicht wirklich kompatibel sind. Speziell die erste und die letzte Gruppe behaken sich ständig. Und um das halt ein bisschen chilliger zu machen für jeden, haben wir halt gesagt, okay, oder die Community hat es gesagt, weil diese Channels sind nicht von uns. Wir machen gleich der separate Channel. Und für die Rollenspieler, damit die wirklich ungestört auch ihren Spaß haben und genießen können, die können dann halt in diesen Rollenspielkanal. Das ist nicht irgendwie, wir schieben euch ab, ganz im Gegenteil, sondern ich glaube, da ist jedem mitgeholfen und man fühlt sich dann auch eher sicherer, wenn man mit seinesgleichen zusammen ist und mit Leuten, die dieselben Art von Interessen haben. Und ich finde es halt schön, dass es beide oder dass es alle drei Gruppen gibt. Und was ich gar nicht mag, und das habe ich doch im Forum ein paar Mal gesagt, wenn Leute dann sich gegenseitig deswegen ans Bein pinkeln. Also seid nett zueinander und respektiert den anderen und die Spielweise des anderen vor allen Dingen, weil ihr wartet dasselbe von den anderen Spielern auch. Genau. Guter Hinweis nochmal von Seros, und zwar fragt er, wie man denn am besten, wenn man über einen Goldseller stolpert, Ja. wie man die am besten reportet. Gerade wenn man eine Mail, In-Game-Mail von denen Genau. bekommt. Also das Beste, was ihr machen könnt, ist, macht einen Screenshot von dem und schickt das bei uns an Support. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so, oder schickt es an mich im Forum per PN, aber am besten wirklich mit Screenshot drin, dass wir direkt sehen, hey, so und so geht das ab. In der Regel scannen wir selber die Logs und kriegen das dann ganz schnell raus. Aber manchmal gehen das ein paar durch die Lappen und die Leute erstellen neue Accounts schneller, als wir sie bannen können. Es ist aber so. Und das ist auch nochmal ein Punkt, habe ich vielleicht vergessen vorhin zu erwähnen. Bitte seid nicht irgendwo sauer, wenn ihr nicht direkt eine Antwort auf eure PN kriegt. Ich weiß, ich habe heute schon wieder 85 PNs im Forum gehabt. Die waren von gestern und von heute. Ich habe, glaube ich, ein Drittel davon antworten können. Wenn ich mit allen PNs antworte, dann habe ich den ganzen Tag nichts anderes. Also ich lese eure PNs alle. Und wenn sie irgendwo was sind, wo ich was mit anfangen kann, mache ich das auch. Und ich bin immer dankbar für Hinweise und Tipps. Aber ich kann halt nicht jedem antworten. Und das gilt auch fürs Support-Team. Wir ignorieren das nicht, aber wir schaffen es halt einfach zeitlich nicht auf eure Eingabe zum Beispiel zu sagen, hey, danke, super, dass du mitgemacht hast. Denkt euch das bitte, weil das ist wirklich das, was wir dann denken, wenn wir die E-Mails sehen, sagen, hey, super, da war wieder einer dabei, der hat uns geholfen. Also, danke fürs Mitmachen, aber Antworten jedem, das geht halt einfach nicht. Genau. Demon Enter fragt zu dem Thema auch, was ist mit der Funktion am Postboten? Spam melden, wird das auch gemeldet oder ist das nur fürs Ignorieren? Wenn du das meldest, dann geht das ist halt, das geht direkt nicht zu uns, sondern das geht direkt zu den Entwicklern. Die haben ein separates Logging-System und wenn du Ja. das dort reinmachst, dann kriegen das gleich die richtigen Leute. Ja, am besten beides machen. Mhm. Ne? Also schön den Button spam melden und auch den Screenshot an uns schicken. Genau. So schaut's aus. Mhm.
Okay, ich denke mir mal, die wichtigsten Punkte haben wir so noch durch. Ich weiß nicht, willst du noch was zum Cosplay erzählen? Weil das ist ja so ein Ding, weil wir hatten ja eingangs gesagt, für die, die später dazugekommen sind, wir gehen ja auf die Roleplay-Convention. Und die Nadine, die wird dann ein Kostüm tragen, ziemlich schickes sogar. Sehr, sehr schick. Und die macht das ja nicht zum ersten Mal bei dem Cosplay. Also die ist ja da schon so ein alter Hase, hätte ich beinahe gesagt. Und ja. Ja, Magst du also was da erzählen? ich kann vielleicht ganz kurz, nicht, dass die Leute uns dann wegrennen, weil ich über mich persönlich erzähle. Vielleicht ist es genau das, was Interessiert die überhaupt Leute hören niemanden. wollen, ja? Ja, also grundsätzlich war ich immer sehr fasziniert vom Cosplay. Okay. Ich weiß nicht, wie sehr du dich mit Verkleiden und Kostümen und so Ich meine, ich habe mein identifizieren Gesichtsfasching, aber abgesehen davon bin ich jetzt nicht so der große Verkleider, nee. Was ich halt besonders schön am Cosplay finde, ist, dass man versucht, einen Charakter, den man liebgewonnen hat, durch eine Serie, durch ein Spiel, durch einen Film, durch was auch immer, dass man dem zusätzliches Leben verleiht und anderen Leuten die Möglichkeit gibt, quasi diesen Charakter zu Damit erleben. einzutauchen. Richtig. Und normal ist es so, wenn dir was wirklich gut gefällt, dann bist du immer traurig, wenn es dann endet. Du möchtest mehr. Und das ist so eine Art, quasi diese Welt am Leben zu erhalten. Okay. Und ja, und da ist natürlich der Ehrgeiz besonders groß, dass man den Charakter so lebensecht wie möglich für sich und für andere rüberbringt. Ja. Und ja, ich habe ein paar Kostüme gemacht, ein paar super alte Aber es ist mehr so, du Anime-Sachen. warst mehr so Anime, ne? Ja, richtig. Wenn das einer kennt, Vampire Princess Miu war ich mal. Das war, glaube ich, so das Das, allererste. da klingelt jetzt bei mir nicht. Aber ich war auch ehrlich gesagt nie so der Anime. Ich gucke mir zwar die Filmchen gerne an, aber so, dass ich die Comics gelesen hätte, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Muss man ja nicht. Ja. Auf jeden Fall, ja, es ist immer eine Mordsgaudi, wenn man dann auf die Conventions geht und lauter andere Leute Wo war das treffen letzte? War lernt. der wohl in Gegenseitig. Paris? Er war in Genau, Paris, da ne? waren wir Auf auf der der, Anime-Convention. nee, das war die, wie hieß die denn? Das war doch vor der Paris Games Week, oder? Letztes Jahr im Es war Herbst? vor, ja, davor, Japan Expo. Ah, Japan Genau, Expo. Genau, genau. das war es gewesen. Ja. Ja, und da ist halt auch so, also ich muss ehrlich sagen, ich persönlich, ich finde es ja witzig. Und ich habe manche Leute gesehen, da wo ich gesagt habe, wow, die sitzen dann auch wirklich und investiert dann ja, ich sag mal, Tage oder manchmal sogar Wochen in so ein Kostüm. Ja. Und das alles dann für Es ein, kann zwei schnell Tage. teuer werden. Und das ist dann auch so eine Sache. Und dann ein, zwei Tage ist man dann halt in dem Kostüm und dann hängt das dann im Schrank. Ja, bei vielen hängt das im Schrank. Aber viele gehen halt auch auf viele Conventions und wechseln das dann auch Okay, über mehrere okay. Tage. So immer so, dass man mehrere Sets dabei hat und immer wieder was Genau, anderes anzieht. genau. Oder man geht mal Okay. auf Fotoshootings mit. Das habe ich auch gesehen. Ja. Das sind ja teilweise echt wahnsinnige Sachen. Also wer sich ein bisschen für Cosplay interessiert, ich glaube, es gibt sogar eine deutsche Vereinigung für sowas, ne? So eine Art Ach, Dach. bestimmt. So eine Ich Art habe Dach. keine Ahnung. Ich So drin bin ich da jetzt nicht, aber. meine, ich hätte mal was gelesen. Die Deborah, die hatte mal was Ah, erzählt. Die das war kann da sein. auch immer so dabei. Ja, Und da ja. gibt es richtig so eine Art, ja, das ist. Kann man nicht sagen. Das ist wie so eine Art Fanclub, nur dann halt wirklich deutschlandweit und die gehen dann zusammen auf die Conventions und organisieren selber auch Shootings und hammer krass. Also Ja. muss ein richtiges Hobby geworden sein. Ja, Wie es ist lange bist du auch, da jetzt schon dabei? naja, also ich sag mal so, ich bin nicht so super aktiv, Mhm. weil mir meistens die Zeit einfach fehlt und ich bin auch ein bisschen faul. Da sitze ich lieber manchmal auf der Couch und gucke mir eine neue Serie an. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, ich glaube, wann habe ich angefangen? Vielleicht so 2006 oder so, oder Also doch 5 schon oder noch ein paar Jährchen dann, ne? sowas um den Dreh. Meine bisherigen Cosplays, die zeige ich euch nicht. Die sind aber gar nicht so schlecht. Vielleicht mal eins oder zwei mal raussuchen für vielleicht nach der nach der RPC. Vielleicht, das muss ich mir mal überlegen. Also von der RPC könnt ihr auf jeden Fall das sehen, was ihr Nadine anhat. Das ist dann Definitiv. zwar nicht Anime, das ist dann halt so Neverwinter Style, aber Ja. sehr Ich sehenswert. war auch, was mir besonders viel Spaß gemacht hat, muss ich ehrlich zugeben, war Crossdressing. Das heißt, ich habe mich als Typ verkleidet. Kennt ihr bestimmt L aus Death Note? Der ein oder andere hat es Death gesehen. Note kenne ich auf jeden Fall. Das ist aber da gab es ein Anime zu? Ja, aber spielt ja keine Rolle, Oh, ob okay. Ich dachte, ich Manga kenne nur den oder Film, Anime. Ja. ja. Ja, anyways. Da, also wenn man Cosplay macht, passieren auch lustige Sachen. Zum Beispiel, da ich ja ein Typ war, kann ich nicht mit Brüsten rumlaufen. Das heißt, ich musste mir meine Oberweite Wie hast du abwickeln. das denn gemacht? Ja, es ist Korsett dann? Hardcore-Bandagen Boah. und es ist schwer zu atmen, aber es war spaßig. Na ja, gut, wer von euch Mädels, falls wir denn jetzt Mädels im Stream haben, ne, außer vielleicht Slugsor, wer dann jetzt vielleicht mal von euch hier selber sich mal eine Geschlechtsumwandlung unterziehen will, Nadine, die kann euch heiße Tipps geben.
Also zum Thema Brüste abwenden. Wir sind ja jetzt, Gott sei Dank schon nach 8 Uhr und das lassen wir dann jetzt einfach mal so durchgehen. Ja. Also. Ja, sehr schön. Aber für euch bin ich eine Trickserschurkin mit Brüsten. Genau. Und, um das mal klarzustellen. Gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Sehr gut. Ne? Gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Nee, aber es wäre vielleicht auch mal eine ganz witzige Sache, um mal zu gucken. Vielleicht machen wir da auch mal bei uns im Forum eine kleine Umfrage, wer von euch denn eigentlich so mal mit Cosplay schon Berührung hatte. Und zu schauen, wie viele Cosplayer wir eigentlich in der Community haben. Und vielleicht können wir auch einen Facebook-Poll machen. Ja. Würde ich auch mal super gerne sehen als Event eigentlich. Dann machen wir das einfach mal. Dann, so ein Cosplay-Event. Vielleicht können wir das sogar so machen, dass wir in der nächsten Folge, also jetzt nicht jetzt diese Woche, sondern die Woche da drauf, ja, dass wir dann einfach mal so eine Art Poll starten. Und wenn wir sehen, okay, da sind ein paar Cosplayer unter euch, dann postet doch einfach mal eure Kostüme. Und das Geilste, das wird dann die Nadine bewerten. Hui. Und ich kann auch mithelfen, wenn du magst, aber du bist da der Profi. Und dann wäre vielleicht auch mal eine schicke Idee. Dann könnt ihr euch ein bisschen der Community vorstellen, wenn ihr da sowas macht. Und wenn ihr Bock drauf habt. Also. Fände ich sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das klingt ganz gut. Dann sind wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen am Ende der Show angekommen für heute. Wie gesagt, bleibt uns erhalten, bleibt uns treu und schaut auf jeden Fall mal bei uns im Forum vorbei. Macht bei dem Foundry Quest mit für die Roleplay Convention und wenn ihr Bock habt und in der Nähe von Köln wohnt. Ja, wir würden uns sehr freuen. Wir würden uns super freuen, auf jeden Fall. Dann schaut rein und winke, winke. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Donnerstag. Ciao, ciao und habt eine schöne Woche.